Willkommen zurück, wir sind gerade in Bowerstone hier unterwegs und müssen ein Buch finden und zwei Geistern bringen, damit sie die Toten beschwören können, um etwas Spaß zu haben. Ich glaube, das wird schief gehen, aber naja. Mal gucken, wo wir Oh, hab euch gar nicht hin bemerkt. müssen. Wie ist das, wenn man so unbedeutend ist? Oh, wo ist er? Wo ist er? Hier unter? Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Da fällt mir gerade Aber ein. leider nicht die besten. Ich muss noch tauchen an einer Stelle. Und wir sind da schon vorbei. Kann es gern noch tausendmal sagen. Ich hasse euch. Das Geschäft läuft ziemlich schlecht. Aber ihr werdet das bestimmt bald ändern, oder? Nein. Nicht wahr? Undi, spiel mal toter Hund. Gewöhn dich schon mal dran. Ah, da haben wir ihn. Kommen wir hier hoch? Irgendwie nicht. Die Welt verlässt sich auf große, starke Männer. Kennt ihr welche, gnädige Frau? Ich halte es nicht mehr aus. Ups. Und tschüss. Sollen meine Kinder Meine weise Eltern werden werden? sich freuen. Du bist echt nett. Ich Ich mag dich. verschwende mein Leben. So, mal gucken, was wir Feines bekommen. Eine Perle. Wir sind Perlentaucher. So, hier werde ich nicht weiter schwimmen, aber in die Richtung. Oh ja, da kommt das Gold wieder rein. Ich glaube, in die Richtung war das. Hier müsste irgendwo eigentlich noch eine Tauchstelle sein. Hier, genau. 500 Gold, top. Wir können noch bei der anderen Abzweigung gucken, ob da vielleicht noch was war. Ey, ich möchte auch mal so schnell schwimmen können, ey, das ist ja rasend schnell. Hui. Nee, hier war scheinbar nichts mehr. Also können wir hier auch an Land. Gut. Und folgen mal wieder dem goldenen Pfad. So, hier waren wir, glaube ich, auch noch überhaupt nicht, aber ich werde hier erstmal auch nur Habt ihr durchlaufen. Schlussverkäufe in den Läden entdeckt? Das können wir später noch genau erkunden. Da lang. Okay. Noch wie viele Häuser wir noch kaufen können, das ist Wahnsinn. So, und hier müssten wir schon mal im richtigen Gebiet sein. Wieder eine Schwebebahnstation, glaube ich. Seht nur, der Hund! Sieht lecker aus! Ah, okay. Dich haben wir relativ schnell gefunden. Und treffen tun wir dich nicht. Ich mag am liebsten Musik, Sonnenschein und Liebe. Und Schmerz! Wieso treffen wir dich nicht? Endlich. So. Wo ist er? Da hinten. Ja, wo?
Oh nee, jetzt ist sie wieder weg, oder? Oh. Also nochmal hinlaufen. Na komm, zeig's mir. Vermutlich dahinter. Okay, dass wir darüber springen können, wusste ich nicht. $500. Gut. So. Schickes Haus. Okay, hier rein. Oh, ein Silberschlüssel. Den krall ich mir gleich. Yeah. Oh nee, sag nicht, wir müssen in die Gruft. Der Hund? Wo ist der Hund? Wo ist der? Hey! Ja. Ich hoffe, da ist das Buch jetzt vergraben. Das Normanomikon, mein Gott. Dieser Band hat eine kalte Aura und scheint in Menschenhaut gebunden zu sein. Ihr könnt Sommersprossen erkennen. Es beinhaltet dunkle Zauber und Riten. Besonders bösartig klingt das Rezept für Rhabarber-Eintopf auf der letzten Seite. Oh oh. Hey, was macht ihr damit? Oh nein, das Buch! Tschüss! Ja, ne? Ist die jetzt gegen uns oder für uns? Ich dachte, er hätte euch. Ihr seid richtig gut. Das war kein Problem für euch. Jetzt wollte ich eigentlich so einen Trank nehmen. Aber irgendwie. Gut. Aber achtet auf den Grabstein. Yeah, da haben wir eine Kreatur, glaube ich. Gute Show. Euch macht es vermutlich keiner was vor. Oh oh. Zum Glück haben wir die Kreaturen, die beschäftigen die ganz schön. Oh oh, das war's wohl. Wieder neue. Oh shit, shit, shit. Wir müssen hier raus. Nochmal einen Trank hier benutzt.
Oh! Weggebasht. Diese hohlen Männer haben euch wirklich keine Probleme bereitet. Ja. Wollt ihr dieses Buch nicht behalten? Bei euren Fertigkeiten ist es bei euch sicherer als in meinem Grab. Es ist auch ziemlich unbequem. Gut, dann gehe ich mal wieder rein. Und wenn ihr meine Söhne sehen solltet, sie sollen zum Essen zurück sein, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Na klar. So, Schatz, Schatz, Schatz. Da drinne. Ah. All die Jahre eures jungen Lebens auf einem Bauernhof in der Provinz haben euch ruhelos gemacht. Wer weiß, welcher Tagtraum in euch den Wunsch nach Abenteuern aufflammen ließ. Als das Fernweh entbrannte, ließ es euch keine Ruhe mehr. Selbst eine nüchterne Betrachtung der Sachlage und die Aussicht auf eine berufliche Perspektive im Bergbau konnten euch nicht abhalten. Eure Eltern versuchten, mit euch zu reden, aber die Einwände der Alten überzeugen die Jugend vom Lande nicht. Und daher steht ihr jetzt am Scheideweg. Es ist ein schöner Weg, mit frisch gestrichenen Schildern und einer Bank. Wenn ihr nach Osten wollt, zur unheilvollen Ruine, schlagt Seite 2 auf. Um nach Westen zu gelangen, zum uralten Wald, schlagt Seite 4 auf. Wollt ihr nach Norden zu den schneebedeckten Bergen, schlagt Seite 156 auf. In den Süden, also zurück nach Hause, kommt ihr, wenn ihr diese Seite erneut lest. Ah ja, tolles Buch. So, ich hoffe, das war's dann hier auch. Dann können wir nämlich jetzt zurückreisen. Wo waren die denn? War das hier? Jo, und schnelle Reise. Ja. Keine Gegner diesmal. Da bin ich ja leicht enttäuscht. Was sollen wir tun? Wir schlagen. Und wenn die aufgeschlagene Seite nur die Fortsetzung der Seite davor ist? Wenn das passiert, suchen wir einfach, bis wir den Anfang des Abschnitts gefunden haben. Völlig unerschrocken. Habt ihr das Buch aus Mutters Grab? Ja. Das zu früh kam, in das wir sie brachten? Bitte. Gefunden! Also, dann mal sehen, was hier zu finden ist. Geisterbahn, das klingt spannend. Geisterfahrt, sehr interessant. Vielleicht ein bisschen zu interessant für den Anfang. Was noch? Geisterparty, fabelhaft. Gut, dann nehmen wir die. Also, Necrus, Erhebus, Omnibus. Oh. Ihr habt dem verstorbenen Duo zum Normanu Mi Kongo verholfen. Vielleicht nicht die beste eurer Entscheidung. Gildensiegel 10. So. Hier eine Luft. Ah, das ist fantastisch! Vielen Dank! Bitte! Das haben wir erledigt. Können wir gleich mal gucken. Wieso kann ich jetzt nicht den Minimap aufrufen? Was ist denn das? Ich glaube, das ist die beste Feier, auf der ich je war. Allerdings kann man die Feiern, auf denen ich war, an einer Hand abzählen. Und an der Hand wären 4 Finger abgeschnitten. Woran seid ihr gestorben? Gut, endlich. So. Noch 2 Silberschlüsse gibt's hier und einen Zwerg.
Ups. Na gut, dann können wir hier auch ein Folgenpäuschen machen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.